Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet zu diesem Special. Ein Jahr Lotus-Simulator. Es ist schon ein Jahr her, genau heute vor einem Jahr ist der Lotus-Simulator erschienen. Das Ganze im Early Access für 39,99 Euro. Und ich möchte hier in diesem Video mal ganz kurz fassen, was so innerhalb dieses Jahres passiert ist. Das mit vielen, vielen Videos aus der Vergangenheit erfahrt ihr jetzt. Vom Lotus Simulator gab es die Karte Diorama und den GT6N in Berliner Variante. Man merkte schnell, dass das Ganze halt von einem Entwickler kommt, der natürlich in der Szene schon bereits bekannt ist. Das ganze Aufrüsten des Fahrzeuges fühlte sich irgendwie alles wie ein bestimmter Simulator an. Und das war sofort mein Punkt gewesen, wo ich mich sofort in den Lotus Simulator verliebt habe. Ich wahrscheinlich, so wie viele andere auch, war es natürlich ein Highlight gewesen, mit der Straßenbahn natürlich im Kreis zu fahren. Manche konnten das nicht verstehen, warum wir das denn stundenlang gemacht haben, aber schnell kam dann die Abhilfe. Und zwar, es kam nämlich der Map-Editor schon relativ zeitig. Nachdem viele eine Karte gebaut haben für den Lotus Simulator, wollte auch ich meinen Beitrag dazu tun und habe mir gedacht, okay, komm, wir bauen das Ganze im Livestream, vielleicht entsteht ja daraus was, und es wurde was. Straßenbahn Forsthausen entstand, was natürlich der Linie 62 in Berlin-Köpenick darstellen sollte unter einem bestimmten Decknamen, was für eine andere Simulation, genauso wie Landkreis Forsthausen, auch dort war es eine kleine Parallele gewesen. Ich fand das hat mega viel Spaß gemacht und man merkte sofort, dass der Lotus Simulator mehr kann, als was er bis dato gezeigt hat. Und so sollte das Ganze auch kommen. Neben vielen fantastischen Strecken, die im Steam Workshop erschienen sind und wo man schon angekündigt hatte, dass man weitere tolle Strecken baut, war gerade mir der Erste gewesen, der gesagt hat, nö, ich baue eine Straßenbahn, und genau das hat er geschafft. Er baute seine erste OZMT und hat diese dann praktisch auf Steam Workshop veröffentlicht. Wir konnten sie alle testen. Sie war natürlich noch in einem sehr, sehr frühen Zustand. Wenn man sich die Straßenbahn heute anschaut, ist natürlich einiges passiert. Und man muss sagen, Karademir ist wirklich
seit der ersten Stunde dabei und heute immer noch aktiv in Lotus und baut seine OZMT-Familie auf. Das war auf jeden Fall ein erstes richtiges Highlight gewesen für den Lotus-Simulator. Kam der Tag, an dem es mal nicht so rosig für den Lotus-Simulator aussah und wo viele dachten, die Lotus-Engine sei eventuell am Ende. Und wenn ich dieses Thema anspreche, werden sich wahrscheinlich viele wieder zurückerinnern können. Und zwar geht es natürlich um die fehlerhaften Kacheln. Es waren auf einmal Kacheln nicht mehr vorhanden gewesen und man ist praktisch ins Nirgendwo reingefahren. Dieser Fehler wurde langsam stetig immer häufiger. Wir hatten am Anfang damit noch nicht die großartigen Probleme gehabt, aber auch wir sind dann irgendwann mal in die Falle getappt und dann ging das Ganze eigentlich los. Viele berichteten davon und es war dann so langsam so der Punkt, wo der ein oder andere dann gesagt hat, nee, also solange das Ganze noch nicht fertig ist, werde ich das Ganze mir nicht kaufen. Also das waren wirklich streckenweise, waren es die größten Karten gewesen. Sei es ihr kleinen Neustart, die Berlin M6 von unserem Willi, der das Ganze natürlich gebaut hat. Und immer mehr Karten waren davon betroffen gewesen. Sogar Straßenbahn Forsthausen erlitt dieses Schicksal mit den fehlerhaften Kacheln. Und auch die Entwickler waren zu diesem Zeitpunkt doch meiner Meinung nach relativ ratlos gewesen. Dann war es Weihnachten gewesen, der 24. Dezember und vor einige Tage davor kam natürlich das große Lotus Big Christmas Update, wo mein neuer Kanal ÖPNV-Simulation natürlich gegründet wurde, dank natürlich den Lotus-Simulator, weil ich einfach mega viel Spaß hatte, hat man hier durch diesen ganzen Stress in der letzten Zeit mit den fehlerhaften Kacheln natürlich so ein kleines Weihnachtsgeschenk-Gimmick praktisch für den Lotus-Simulator importiert. Es gab natürlich einige schöne Weihnachtsdekos, die man halt in der Straße aufhängen konnte und aber auch natürlich die BKVT erschien zum ersten Mal im Lotus-Simulator und damit die erste richtige, schönste Straßenbahn, die man bis dato jetzt eigentlich so gesehen hatte und zudem noch ein absolutes Highlight, was bis heute noch ein absolutes Highlight ist, denn sie ist nämlich ein Zweirichtfahrzeug und kann somit in beiden Richtungen fahren. Februar war es dann soweit, der 64-Bit-Patch kam. Den musste man damals noch manuell hinzufügen, der war noch nicht integriert gewesen, weil das Ganze noch so ein bisschen im Beta war. Aber ab diesem Punkt an hatte ich persönlich keine Probleme mehr, dass irgendwelche Kacheln nicht mehr geladen worden sind. Also die erste Meldung kam im Oktober, dass dieses Kachelproblem bestand und im Februar dann wurde dann endlich, ja, kam endlich die Erlösung für dieses große Problem eigentlich, denn wirklich viele Strecken waren absolut nicht mehr spielbar gewesen. Der ein oder andere Streckenersteller ist von dem Lotus-Simulator abgesprungen und hatte keine Lust mehr gehabt, an dem Streckenwetter zu arbeiten. Das war eigentlich schon ein richtiger Schlag für Lotus gewesen, aber mit dem 64-Bit-Patch, der wie gesagt am Anfang noch manuell hinzugefügt werden musste, später dann integriert wurde in die Installation, war dieses ganze Problem mit dem Kacheln vorbei.
Damit erschien dann auch endlich der erste offizielle DLC für den Lotus Simulator, wo heute viele wirklich sich beschweren immer noch, wie kann man denn für eine Early Access ein DLC veröffentlichen? Ich muss ganz ehrlich sagen, es war für mich trotzdem ein absolutes Highlight. Tram München kam offiziell, wie gesagt, für den Lotus Simulator. Im Startpreis von 30 Euro konnte man sich das Ganze kaufen. Heute mittlerweile kostet das Ganze 35 Euro und war damals zu seiner Zeit, wo das Ganze veröffentlicht wurde im Early Access, also ein DLC, was auch noch im Early Access ist, war damals schon weiter gewesen als der Lotus Simulator. Denn man weiß ja, wenn man das Ganze natürlich von Anfang an verfolgt, dass es ja keine Fahrpläne gab, dass es ja keine KI-Fahrzeuge gab oder sonstiges oder so fort, hat Dram München sich trotzdem da irgendwie was scripttechnisch was einfallen lassen, dass man so trotzdem so einen gefühlten Fahrplan hatte. Auch Ansagen war das erste Mal gewesen in einem Add-on, welches vorhanden war. Erst später zog der Lotus Simulator den nach, dass man den Ansagen hinzufügen konnte, aber das war alles so ein gebündeltes Paket von Tram München gewesen, was natürlich damals ausgezeichnet hat. BLV1986 hat es denn geschafft, den KT4D in den Lotus Simulator zu holen. Ein weiteres Berliner Fahrzeug, welches natürlich wir von Anfang an begleiten durften. Das ganze Fahrzeug stammt natürlich von Kartoffelphantom und BLV1986 hat es geschafft, das ganze Objekt, die ganze Straßenbahn Stück für Stück von Omsi in den Lotus Simulator zu importieren. Mithilfe natürlich von Karadamir und mithilfe von Kira, der das Ganze denn gescriptet hatte, ist damit eine wundervolle Straßenbahn entstanden, die jetzt so heute für den Lotus Simulator gar nicht mehr wegzudenken ist. Aber die Konkurrenz schläft nicht, denn auch der Steve, der hat bereits natürlich ein wundervolles Straßenbahnmodell hier gezaubert. Dabei handelt es sich natürlich um die Tatra T4D und die Tatra T4DC, welche er bereits im Steam Workshop veröffentlicht hat. Neben vielen Updates, die für den Lotus Simulator dann erschienen sind, dass wir dann Ziele schildern konnten, dass wir dann Ansagen abspielen konnten, das neue Ibis-Gerät, rückwärts fahren und so weiter und so fort, sind natürlich alles so eine kleine Sachen, die dann zwischendurch immer mal wieder passiert sind hier in den Lotus Simulator und der Entwickler natürlich da mit Hochdruck dran arbeitet, das Ganze natürlich so realistisch wie möglich natürlich abzubilden. Und auch wir merken halt, dass die Community da mega viel Spaß dran hat, das Ganze dementsprechend zu verfolgen, zu unterstützen und das Ganze groß mit aufzuziehen. Denn heute sind wir mittlerweile schon so weit, dass es schon zig Strecken gibt, dass es schon zig Züge gibt, die man jetzt in den Lotus Simulator runterladen kann. Und das Ganze natürlich viel lau. Es sind natürlich auch schon viele DLCs angekündigt worden, die natürlich in der nächsten Zeit dann erscheinen werden für den Lotus Simulator. Aber auch Lotus selbst natürlich hat noch einiges vor sich. Von daher ist es natürlich spannend zu sehen, wo Lotus denn in das nächste Jahr geht.
Neben dem Lotus-Simulator sind innerhalb des Jahres auch zwei kleine Minispiele entstanden. Einmal das Spiel United Nations, welches das Spiel UNO darstellte, und das Spiel Berlin Traffic. Im Oktober ist es dann endlich soweit. Das neue Modul wird vorgestellt, Streets of Lotus. Das ist wahrscheinlich ein Modul, worauf sich sehr, sehr viele drauf gefreut haben. Denn ab dann ist es möglich, dass wir dann auch Bus in Lotus fahren können. Und somit kommt der nächste große Schritt für den Lotus-Simulator. Auch hier kann man natürlich wieder richtig gespannt sein, wie geht's weiter, wer baut die ersten Busse, wer baut die ersten Busstrecken und so weiter und so fort. Also die Zukunft für den Lotus, die sieht großartig aus, wenn das Ganze jetzt natürlich dementsprechend so weitergeht. Es wird auch noch den ein oder anderen Fail geben in der ganzen Zeit, die wir jetzt der Lotus-Simulator noch im Early Access ist, denn es gibt kein Projekt, was natürlich normal ohne Probleme verläuft. Es wird immer so das ein oder andere Problem sein, aber dafür ist es ja in der Early Access. Wir sind mega gespannt, in die Zukunft zu schauen, um zu hoffen, was noch so passiert. Denn einiges hat Lotus noch vor sich, was natürlich noch abschließen möchte. Und wir sind gespannt und werden das Ganze verfolgen und werden euch dementsprechend hier natürlich auf dem Laufenden halten, wo es denn hingeht. Ich bin mega gespannt drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und das war es dann auch schon hier von unserer kleinen Reise, das erste Jahr hier im Lotus Simulator. Ihr habt gesehen, einige Höhen und Tiefen waren vorhanden und ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht das zweite Jahr aus mit dem Lotus Simulator? Ich werde natürlich hier wieder vorn mit dabei sein, ich werde wieder über alles berichten, was es zu berichten gibt, was den Lotus Simulator angeht. Für mich persönlich ist der Lotus Simulator die Simulation, auf die ich schon jahrelang gewartet habe. Neben OMSI, das ist nämlich der andere Simulator, den ich immer permanent immer versucht habe wegzusprechen, ist für mich das absolute Maßstab gewesen. Aber Lotus ersetzt das jetzt langsam Stück für Stück und von daher bin ich mega, mega gespannt, wo die Reise hier mit dem Lotus Simulator hingeht. Wie gesagt, das zweite Jahr wurde jetzt ja großartig angekündigt. Das Busmodul Streets of Lotus kommt jetzt dann für den Lotus Simulator. Das bedeutet, dass wir jetzt also auch demnächst Bus fahren können hier in dem Lotus Simulator. Von daher werde ich euch dementsprechend immer auf dem Laufenden halten, wenn es da irgendwas Neues gibt. Also möchtet ihr mehr sehen von Lotus, dann seid ihr hier auf dem Kanal richtig abonniert, falls ihr noch nicht abonniert habt. Drückt den Daumen, falls ihr noch den Daumen noch nicht gedrückt habt. Und sonst schreibt es in die Kommentare, falls ich vielleicht das eine oder andere vergessen habe. Ich verabschiede mich jetzt hier mit dem Special und freue mich schon auf das nächste Jahr, denn dort ist es dann schon 2 Jahre. Von daher bedanke ich mich fürs Zuschauen, schaut's und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss!